herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Und wir werden heute eine Handyhülle besprühen mit dem Quakel-Lack. Das ist ein Lack, der beim Trocknen reißt. Aber keine Sorge, Freunde, das ist so gewollt. Das heißt nicht, dass der Lack oder sowas irgendwie defekt oder überlagert ist. Nein, das ist so gewollt und das sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Alle Produkte, die ich hier verwende, die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und nicht wundern, Freunde, ich verwende verschiedene Hersteller, denn ich möchte nicht einen Hersteller verwenden und dann Unmengen von Geld ausgeben. Nein, ihr könnt auch wirklich viele Produkte im Discounter oder bei Fräsmann oder sonst wo oder bei Baumarkt, könnt ihr auch kostengünstig erwerben. Mit den Produkten geht es genauso gut als wie mit den teuren, deswegen verschwendet nicht euer Geld. Denn wie gesagt, ich benutze auch Verschiedenes. Aber heute geht es speziell um den Quakel-Look und das ist ein Lack, der reißt beim Trocknen und da kommt der Untergrundton, also den Ton, den man vorher drauf sprayt, natürlich hervor als Risse. Und wichtig bei dem Quakel-Look zu wissen, er ist auf Acrylbasis, er ist für Innen und Außen gedacht und beim Auftragen von dem Quakel-Look ist es wichtig, wenn ihr wenig auftragt, dann habt ihr ganz viele kleine Risse und wenn ihr aber mehr von dem Quakel-Look auftragt auf eine Fläche, aber nicht so sehr, dass es wirklich herunterläuft, aber schon dicker aufgetragen wie normalen Lack, dann habt ihr ganz große Risse bzw. großflächigere Rissflächen. Wir hatten einen ähnlichen Beschichtungsaufbau schon bei der Wassertropfentechnik. Das Video verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr das Zeug auch noch auf die verschiedensten Untergründe sprayen. Zum Beispiel Aluminium, auf Blech, auf Kunststoff, auf Holz oder wie wir es heute machen, zum Beispiel auf Hartgummi, wie zum Beispiel solche Handyhüllen. Also das Zeug ist echt vielfältig bzw. kann auch auf viele Untergründe drauf gesprayt werden. Und ich fackel nicht lange, Freunde. Lasst uns raus auf die Terrasse gehen und los sprayen mit dem sogenannten Quakel-Look. So, Freunde, als allererstes brauchen wir die passende Unterlage zum Spritzen. Und zwar lege ich die Handyhülle so hin, dass sie nicht komplett mit dem Boden in Kontakt kommt. Denn wenn du danach spritzt, kann der Lack vielleicht ein bisschen runterlaufen und so hast du dann keinen sauberen Abschluss an den Kanten. Danach nehme ich einen Entfetter bzw. Anlauger, der die Oberfläche angreift und auch rau macht und vielleicht auch Fettreste und sonstiges entfernt. Denn so haben wir die beste Untergrundvorbereitung und das mache ich mit einem Reinigungsvlies, wie man hier sehen kann. Man kann aber auch einen Schwamm nehmen mit der rauen Seite, mit der schwarzen Seite oder man nimmt auch Schleifpapier, um die Oberfläche anzuschleifen. Und wenn wir dann unsere Oberfläche mit dem Entfetter behandelt haben, wird die Oberfläche abgespült mit klarem Wasser. Als nächstes wollen wir unsere Oberfläche grundieren. Welche Grundierung ihr nehmt, ist eigentlich völlig egal. Hauptsache es ist ein Grundierweiß bzw. eine Grundierung aus der Spraydose, denn wir haben ja auch unsere Oberfläche perfekt vorbereitet. Bevor wir anfangen auf unsere Oberfläche zu sprayen, lieber erstmal bei einer Testfläche einen Test machen, ob denn die Düse spuckt oder auch nicht. Wichtig beim Spritzen ist, die Grundierung muss nicht decken und es wird im Kreuzgang gespritzt. Und am Ende vom Sprayen die Dose falsch herum halten, denn so tun wir die Düse aussprühen und dann kann man den Deckel drauf machen und so verklumpt nichts. Welche Grundierung bzw. welches Grundweiß ihr nehmt, ist völlig egal. Hauptsache ist, der Untergrund ist anständig vorbereitet bzw. anständig grundiert. Und ich nehme hier zum Beispiel eine Grundierung von Jäger. Wenn unsere Grundierung getrocknet ist, kommen wir nun endlich zu dem Farbton, der aus dem zerrissenen Lack dann hervorkommt als Risse. In meinem Fall hier nehme ich einen gelben Lack von Wilkens, den habe ich bei Fräsmann gekauft. Der Lack soll von normaler Sonneneinstrahlung abends leuchten. Ob das stimmt, weiß ich jetzt noch nicht, beziehungsweise habe ich es noch nicht getestet. Wichtig hierbei ist, entweder ihr sprüht im Kreuzgang, beziehungsweise bei gewölbten Oberflächen ist es dann ganz wichtig, von jeder Seite anständig zu sprayen. Und wenn es beim ersten
ersten Mal nicht deckt, nicht schlimm, dann werden wir lieber zwei dünne Schichten auftragen als eine dicke Schicht, denn wenn ihr eine dicke Schicht auftragt, kann es sein, dass sich Nasen bilden und das wollen wir nicht, dass der Lack herunterläuft. In meinem Fall hier reicht eine Schicht aus und am Ende wieder Dose rumdrehen, aussprühen, damit nichts verklumpt und wieder wegstellen ins Regal. So Freunde, und als letztes kommt der Quäkellack drauf. Und zwar kommt es jetzt auf euch drauf an, wenn ihr weniger von dem Quäkellack drauf sprayt, bekommt ihr viele kleine Risse, aber wenn ihr das Zeug dicker drauf sprayt, bekommt ihr große Risse auf der Oberfläche. Also jetzt liegt es ganz an euch und hier in meinem Fall, ich werde das Zeug ein bisschen dicker drauf sprayen, aber bitte sprüht nicht so viel drauf, dass es an den Seiten herunter tropft bzw. sich Nasen bilden. Hierbei wird auch ganz wichtig, von jeder Seite schön drauf sprayen und bevor ihr anfangt auf eure Oberfläche zu sprühen, vorher immer einen Test machen, ob denn der Lack spuckt oder die Düse spuckt. Wenn ihr fertig seid mit dem Quäkellack, dann Dose umdrehen, freisprühen, denn so verklumpt nichts. Wenn euer Quäkellack getrocknet ist und ihr zufrieden seid, sind wir im Grunde genommen fertig. Aber wenn ihr euren Quäkellack vielleicht draußen gesprüht habt oder ihr möchtet einen höheren Schutz haben, dann könnt ihr natürlich einen Klarlack drauf sprühen. Und beim Klarlack ist zu beachten, lieber ein bis zwei dünne Schichten von jeder Seite auftragen und dann habt ihr einen höheren Schutz bei eurer Oberfläche. Ich bin zufrieden und der Quäkellack hält auch, was er verspricht. Das ist das Ergebnis vom Quäkellook. Was ich jetzt sagen muss, das ist eigentlich ein kompletter Fail. Wie ihr sehen könnt, ist der gelbe Farbton einfach nicht mehr da. Das heißt, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe es leider nicht richtig aushärten lassen, richtig trocknen lassen, wie auf der Sprühdose steht, 24 Stunden. Nein, ich habe es einfach in der Sonne liegen lassen und bin dann nach 2, 3, 4 Stunden bin ich da drauf. Und wie ihr sehen könnt, der Quäkellack, der greift dann den unteren Lack schon an, so dass man dann halt, wie hier jetzt die Grundierung einfach sieht. Ich meine, es sieht geil aus, keine Frage. Ab und zu mal ist ein bisschen gelb, aber der Rest ist weiß. Es sieht wirklich geil aus, ist echt ein geiler Fail. Aber es war eigentlich nicht Sinn der Sache. Aber naja, Freunde, was soll ich sagen? Fehler passieren auch in YouTube-Videos oder zumindest im Malerbereich. Ja, ich hätte es einfach trocknen lassen sollen, aber bin trotzdem zufrieden. Und der Quäkellack, der hat auch seinen Zweck erfüllt. Und wie gesagt, ihr seht zumindest schon mal, wie es aussehen sollte. Vom Riss her, nicht vom Farbton her, aber naja. Die letzte Schicht, ihr wisst Bescheid, testen, bevor ihr auf euer Gegenstand sprayt. Und beim Klarlack ist es genauso wie bei allen anderen. Lieber ein bis zwei dünne Schichten statt eine dicke Schicht. Und von jeder Seite schön drauf sprayen den Klarlack und dann schön trocknen lassen das Ding. So, und hier habe ich nochmal ein Beispiel, wie der Quäkellack richtig aussieht, wenn man auch die Trocknungszeiten einhält. Denn wie man hier sehen kann, kommt auch nur der Lack zum Vorschein, den wir auch haben wollen. Und da kann man mal wieder sehen, wie wichtig es ist, die Trocknungszeiten einzuhalten. Und wie man hier sehen kann, ist unser Lack, der noch nicht ganz ausgehärtet war, mit dem Quäkellack aufgerissen und deswegen kommt unsere Grundierung zum Vorschein. Gut, Freunde. Das war der Quäkellack. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachmachen und ich verabschiede mich. Haut rein, Freunde. Ciao!